Leute, wir sind zurück bei Persona 5 Royal. Im letzten Part haben wir gefeiert und jetzt haben wir die Phantomdiebe gegründet. Und wir werden in diesem Part hoffentlich unser nächstes Ziel schon finden. Aber erstmal wurde uns noch geschrieben. Ach ja, ich verschick das mal. Ach ja, ich schick dir noch das Jubelfoto, das ich heute gemacht habe. Oh Gott. Wir feiern die Gründung der Phantomdiebe und dass wir dieses feine Restaurant gecrashed haben. Das mit dem ganzen Feiern kannst du dir jetzt mal wieder sparen. Hast du das etwa gemacht, als ich gegessen habe? Warum hast du mir das nicht gesagt? Habe ich. Du hast nur nie aufgehört zu essen. Jedenfalls ist das unser Start als Phantomdiebe. Wir erobern die Welt im Sturm. Die ganzen fiesen Erwachsenen können sich auf was gefasst machen. Und da hat er nicht Unrecht. So, wir können nichts machen, ne? Genau, wir hatten geguckt. Njam, njam, das war köstlich. Ich bin voll gefressen. Wir sollten für heute entspannen. Ab morgen arbeiten wir als die Ghosties. Okay. Wir sind dann die Ghosties. So, ja, wir werden nochmal trainieren. Weil wir können eh, wie gesagt, erst noch... Wir haben im Moment jetzt noch wenig Möglichkeiten. Das wird sich alles noch ändern. Ja, ja, los geht's. Ja, ja, das bleibt das Gleiche. Gute Arbeit, weiter so. Hm, sieht aus, als hättest du an Stärke dazu gewonnen. Okay, sehr geil. Ja, das heißt wieder mal 7 Lebenspunkte dazu gekriegt. Ich habe halt so viele Leben, wenn ich das nächste Mal ein New Game Plus starte, dürfte ich 999 haben. まずはおめでとうと言っておく。主より惨事の言葉をいただくとは。下方に知らう囚人。美学を共有する仲間と出会い、お前は現実に自分の居場所を見出した。いよいよだ、お前の構成が始まる。 Ich verstehe das nicht. お前には特別な素養がある。だが素養は磨かれて初めて力となる。今はまだ弱い。それを養い、来るべき破滅に抗いうる強さを得ること。それがお前に課す公正だ。Kraft? いい加減学べ。破滅に抗う力を得る術はいくつかある。シャドウと戦い経験を積むことも一つ。先に教えた合体もその一つだ。主がお前を手引きするのならだ、囚人。僭越ながら。 私たちからも助言を。お前が現実を過ごす合間に契約した者との関係を洗練させろ。契約した者と同じ時を過ごす。それが関係の洗練につながるのです。ダミーを貪る暇ができたら契約者を訪ねろ、囚人。それもまた主がおっしゃった。 破滅に抗いうる強さを得るすべです。同志たちとの契約で、お前の心は着実に抗う力をつけている。構成は順調なようだ。実に喜ばしい。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。 Meine Bindung zu Igor vertieft sich. Yoshi.
つかの間の休憩時間へと戻りなさい。契約者を訪ねることを忘れるなよ、囚人。Mann, warum habe ich kein Geld für ein echtes Frühstück? Würde ich töten. Was ist mit Big Bang Burger? Der in der Central Street hat gerade ein Gewinnspiel. Die Big Bang Herausforderung oder so. Wenn man abends hingeht, kann man für nur 500 Yen essen. Aber man muss einen von den Riesenburgern essen, oder? Schafft man den echt? Trotzdem, 500 Yen ist saubillig. Ein Riesenburger, ja? Interessant. Damit verbessert man sicher seinen Mut. Warum auch immer man damit seinen Mut verbessert, was soll's. ただ、一教師として生徒のピンチを見過ごしてたのは申し訳なかったなと。弁解じゃないけど、同僚として見る限りじゃ鴨志田先生はまあ普通の人だったから。正直まだ実感湧かないんだけど、人の顔って一つじゃないってことね。先生も大変だな。そういえば昔ちょっとだけ心理学をかじったことがあるんだけどね。人間って心の中の無意識の部分にいくつも別の人格を持ってるんだって。別の人格？ああ、多重人格とは全然別の話よ。その別人格は本人とは違う性別だったり、かけ離れた年齢だったりもするの。というか、神話の神様とか怪物とかそういうものさえもともとは人間のイメージなんだとすれば、その別人格を実際に目で見られたら、一つや二つは怪物の姿かもしれない。あれ、今日珍しくみんな起きてるじゃない。ひょっとして今日私結構ためになること言ってた？まあ全部本とかの受け売りなんだけど、なんか昔の知識が今になって腑に落ちた気がするわ。Ich glaube, dieser Wissengewinn hat mich etwas klüger gemacht. Kaito Onegai Channel, jimmy ni kakikomi fueten ze. Itsumo karipak suru tomodachi ni shazai sasetai. Sonna no teme de nantoka shiro tsu no.あの子たち、怪盗が鴨志田の心を盗んだって噂、あれ本当かな。作り話に決まってるでしょ。怪盗なんてマジで信じてんの？だけど鴨志田ああなったじゃん。飛び降り騒ぎで隠し通せなくなったから自分でゲロっただけっしょ。まあそっか、いるわけないか。それよりこんなことで学校有名になるのマジ迷惑なんだけど。進学とかに影響あったりするのかな。やっぱあんなもんなんだよな。けど今に見てやがれ。誰でも知ってるような大物を2人3人とやってけば信じるしかねえはずだ。
で、その大物だけど、今のところ目処なしなんだよね。あんたたち、鴨志田に暴力まがいの脅迫したって噂立てられてるし。しばらくは真面目に学生生活を送るしかなさそうだな。ただ、いざという時のために準備だけはしておけよ。俺の方は大物の情報が転がってこねえか見ておくから。私もネットでいろいろ探してみるね。しかし、せっかく怪盗団結成したっつうのに狙う相手が見つかんねえとはな。まあまあ、うまくいかねえもんだな。失礼します。お呼びでしょうか。鴨志田君の有様は君も見たね。まるで人が変わったようじゃないか。絶対に何かおかしい。おっしゃってる意味が。聞けば妙なちょっかいを出していた生徒らがいたそうじゃないか。その連中が先生に何かをしたのか。したとしたら誰なのか。つまり鴨志田先生は生徒に何かされてああなったと。それを知りたいんだ。大人が学生のコミュニティに立ち入ってもねえ、君に探ってほしい。確かに鴨志田先生についてはいろいろ噂もありますが、まさか例の怪盗団のことと。鴨志田先生が変わったのは事実だ。原因が何なのか正しく掴んでおきたい。マスコミや警察への対応を間違えないためにもだ。はあ。鴨志田先生には引き続き私が話を聞く。君は何かをした誰かを探るんだ。出ないと無責任の噂も収まらない。そうだろう。入学以来定期考査は毎回のように学年首位。そこをもやけ、教師からの人望も極めて厚い。どこの大学にも推薦できるよ、新島誠君。ありがとうございます。やはり血筋なんだろうね。確かお姉さんは若くして警察庁のキャリアだったかな。君に何か不本意があったらお姉さんはあまり都合が良くないだろうね。わかるかね。はい。さすがは生徒会長、急いでもらえると助かる。早速取り掛かってくれたまえ。失礼します。先生、私です。お忙しいところ恐れ入ります。例の件で。はい、抜かりはありません。早速調査に。もちろんです。いい結果を、はい、近日中にはお伝えできるかと。それでは失礼いたします。お時間いただきまして誠に。Die Polizei ist wirklich hier. Ich habe sie am Eingang gesehen. Ich habe sie auch gesehen. Sie haben mit den Lehrern geredet. Die Sache mit dem Sinneswandel ist echt der Wahnsinn, oder? Hoffentlich finden sie nicht raus, dass wir dafür verantwortlich sind.
Uns passiert schon nichts. Es gibt keine Beweise, dass wir es waren. Kein Grund zur Sorge. Du scheinst dir da sehr sicher zu sein. Aber ich meine, es gibt nicht Gerüchte, dass ihr Kamoshida bedroht habt. Aber der Kamoshida in dieser Welt dürfte nichts davon wissen, was wirklich mit ihm passiert ist. Trotzdem, wir haben das Richtige getan. Flipp jetzt nicht wegen irgendwelcher Gerüchte aus. Das stimmt schon. Mann, ich kann es echt kaum erwarten, weiter dieses Doppelleben zu führen. Alles klar, Train, wir zählen auf dich. Hey, Hartnett! Du, pass auf, hörst du so zu, wenn jemand mit dir spricht? Ich spüre mörderische Absichten. Boah, genial ausgewichen. Unglaublich, dass der Ushimarus Wurf ausgewichen ist. Ist er ein Ninja? Ach egal, weiter geht's. Oh, du hast die Aufmerksamkeit der ganzen Klasse. Dein Charme hat sich auf jeden Fall erhöht. Ich hab davon gehört. Rück mir nicht so auf die Pelle. Gomen. もし俺が思ってる通りなら秘密にしといた方がいいよな。鴨志田なんかに利用されて俺は君にもひどいことをした。そのお詫びってわけじゃないけどさ、俺にできることがあったら何でも言ってくれ。Das ist ein Missverständnis. とにかくそういうこと。悪い大人は鴨志田の他にもたくさんいる。でも怪盗ならきっと何とかしてくれる。絶対一度きりで終わるはずない。だから悩み事が集まるサイトを作ろうって思ったんだ。怪盗団の今後には期待してる。内心そう思ってるやつ多分たくさんいる。だからあのページには匿名アンケートも実装してあるんだ。怪盗団を信じますか信じませんか。俺はいつかこいつを指示の声でいっぱいにしたい。怪盗団の正義の行いの役に立ちたいんだ。いいだろう。Mach, was du willst. Ah, 好きにさせてもらうよ。Ich glaube, Mishima hat übertrieben hohe Erwartungen. Sekken no hyouban to wa betsu no tokoro de.怪盗団を支持し続けた声があったらしいわね。怪盗団を熱心に応援していた者がいる。もしかしたら君の近くにね。どうなの？我は何時？何時は我？何時？ここに新たなるちぎりを得たり。ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我月のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、じゃあな。聞いてたぜ、今の。
たく声かけずれんのなんの。あのサイト、三島くんのだったんだ。我が輩たちのことバレてるんじゃないか。たとえそうでも、あの様子なら大丈夫だと思うけどね。一応後でお話ししとくか。しかし悩み事が集まるページな。こいつは意外と使えるかもだぜ。まあいい、ともかく大物探しだな。それが見つかるまでは準備ね。見つかったらまたパレス行くわけだから、装備とかも。せあ、何よ急に。俺ら直試験じゃね。その様子じゃ今回もひどそうね。お前だって英語ばっかだろ。何もできないよりいいじゃん。リュウジは日本語だって怪しいぜ。お前は人間かどうかが怪しいんだよ。今の上手くね。拳で語り合うか。上等だこら。やめろっつーの。Bis wir unser nächstes Ziel haben, ziehen wir besser keine Aufmerksamkeit auf uns. Und vergesst nicht zu lernen. Beschwert euch bei schlechten Noten, ja nicht bei mir. Ja, ja, das wissen wir mittlerweile alles. Übrigens, hast du eine Nachricht auf deinem Handy? Sieh mal nach, okay? Takemi möchte was und Ryuji möchte was und An möchte was. Jetzt können wir ein bisschen tatsächlich mal was machen. Für An. An ist aber Lovers und wir bräuchten erstmal eine Lovers-Person, also eine Persona der Liebenden. Haben wir eine mit? Nee, natürlich nicht. Also das Erste, was wir machen, ist... Wir gehen zum Velvet Room und holen uns eine liebende Persona. So, und einmal rein. Weil dann werden wir jetzt mit An anfangen. So, einmal bitte rufen. Da, Pixie ist eine. Ich will zurück. So, dann einmal wieder zum Bahnhof und dann einmal ins Klassenzimmer. So, und da ist An. Heute Morgen war mir, als ob ich beobachtet werde. Was soll ich tun? Vielleicht sollte ich wenigstens fragen. Nein, aber dann... Lady An wirkt deprimiert. Schon gut, vergiss es. Mit meiner aktuellen Güte kann ich sie einladen. Ist es wirklich okay? Außerdem will ich dich nicht nerven. Sag, was dich bedrückt. Bist du sicher? Du bist so zuverlässig. Vielleicht wäre es in Ordnung, mit dir darüber zu reden. Dank liebende Persona Pixie kann ich An näher kommen. Meine Bindung zu An wird bald stärker werden. Also, was sagst du? Willst du ein bisschen Zeit mit Lady An verbringen? Ja. Okay, gehen wir zum Diner. Ich werde mich umsehen. Gib Bescheid, wenn du wieder aufbrechen willst. Okay, let's go. Hey, ich möchte dir etwas erzählen, Train. Es geht um Shiho. Ich habe sie im Krankenhaus besucht. Sie hat sich entschuldigt. Dafür, dass sie nichts von Kamoshida gesagt hat und allem, was er ihr angetan hat. Aber es war auch meine Schuld. Mir war nicht klar, wie schlimm es war. Ich war nicht für sie da. Ich habe mich auch entschuldigt. Sie ist so stark. Nicht wahr? Shiho ist ein tolles Mädchen. Endlich konnte ich ihr alles sagen, was ich zuvor nicht fertiggebracht habe. Du weißt, dass Kamoshida drohte, Shiho aus dem Team zu werfen, wenn ich nicht mit ihm schlafe? Ich hätte es nur gemacht, um Shihos Träume zu wahren.
Aber nun glaube ich, dass er das Risiko, sie rauszuwerfen, nie eingegangen wäre. Ich hätte ihm sagen sollen, dass er ihr den Stammplatz nehmen soll. Aber womöglich habe ich nur nicht an sie geglaubt. Da könntest du recht haben. Ich weiß, ich bin so dumm. All das geschah nur, weil ich so schwach bin. Darum glaubte ich, Kamoshidas Autorität sei stärker als Shihos Wert für das Team. Train, weißt du noch, als ich das letzte Mal so mit dir redete? Als Kamoshida mich anrief und ich weinte? Ich war so allein und verängstigt. Aber weil du für mich da warst, habe ich es nicht getan. Ich war etwas überrascht, wie wichtig dir das war, aber du wolltest nur helfen. Danke. Ich konnte dich nicht ignorieren. Du bist so liebenswert, Train. Damals beschimpfte man mich auf jede erdenkliche Weise. Zimperliche Schlampe, Kamoshidas Mädchen, ich war es so leid. Aber um ehrlich zu sein, will ich eines Tages so stark sein, dass mir so etwas nichts ausmacht. Hey, Persona stehen für die Macht des Herzens, oder? Wird mein Herz stärker, wird es meine Persona also auch. Ich möchte mein Herz kräftigen. Und mit dieser Kraft will ich meinen Mitmenschen helfen. Hoffentlich können wir den Menschen helfen, so wie mit Kamoshidas Sinneswandel. Aber ich weiß nicht einmal, was wahre Kraft bedeutet. Aber ich werde es herausfinden, versprochen. Finden wir gemeinsam die Antwort. Wie? Wirklich? Arigato. Danke, mir ist, als fühle ich mich schon ein bisschen stärker. Aber das ist wohl nur Einbildung, oder? Ich werde mich auf dich verlassen. Trainieren wir zusammen, damit unsere Herzen vor Kraft bersten. Ich spüre, wie Ans Motivation richtig explodiert. Yoshi. Ein kräftiges Herz, hm? Soda. Wie wäre es damit? Ich trinke weniger Limonade. Auf den Zucker zu verzichten ist gut für die Gesundheit und sorgt für ein kräftiges Herz. Findest du nicht auch? Okay, wir sehen uns später. Ja, ich glaube nicht, dass er das damit meinte. Oh, hey, ich bin's. Danke, dass du dir das vorhin alles angehört hast. Jetzt habe ich eine bessere Vorstellung davon, wer ich sein will. Übrigens, überlege ich auch, wie ich mein Herz stärken könnte. Wenn mir etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Ich hoffe, nächstes Mal bist du wieder dabei. Überlass das mir. Ja, ich zähle auf dich. Du bist so ein netter Kerl. Oh, wie wäre es, wenn du mir dabei helfen würdest, mein Herz zu trainieren? Gib mir einfach Bescheid, wenn dir irgendeine gute Idee kommt, okay? Tschüss! Auf Wiedersehen. Sehr gut. ここの鍵だ。今日からお前が閉じまりしろ。帰りをいちいち待ってられないからな。分かってると思うが、火事だけは起こすなよ。 Geil, wir können jetzt Jong und Jaya abends verlassen. Cool. Möchtest du rausgehen, nachdem wir das jetzt dürfen? Ach ja, und sollten wir nicht bei dem Software-Shop vorbeigehen und nach der Papiertüte fragen? Ja, das werden wir jetzt auch sofort tun. Das ist eine gute Gelegenheit, da jetzt hinzugehen. Oh, Moment. Bevor wir das machen... Jetzt brauchen wir nämlich wieder eine Persona. Ich glaube, wir haben keine davon, oder? Nee, leider nicht. Dann müssen wir noch einmal hier rein. So, dann müssen wir einmal mit Igor reden, weil wir brauchen jetzt eine bestimmte Persona. Hier, wir brauchen eine gehängte Persona. Die nehmen wir jetzt einfach mal mit.
So, jetzt können wir. Auf geht's. Hey, du bist gerade rechtzeitig gekommen. Kleine Planänderung. Die Papiertüte von letztens. Sie gehört dir. Du hast sie irgendwo gefunden. Ich habe nichts damit zu tun. Verstehst du? Ich habe sie nicht gesehen oder angefasst. Ich weiß nichts darüber. Ist das klar? Wenn das so ist, geh heim. Mach deinen Schaufensterbummel woanders. Ui. Beim Kämpfen im Palast sollte eine modifizierte Modellwaffe nützlich sein. Fragen wir ihn, was in der Tasche war. Bleib ruhig, Train. Frag ihn einfach. Mit meinem aktuellen Mut kann ich ihn fragen. Also, warum bist du hier? Ich will über die Tasche reden. Mit meinem aktuellen Mut kann ich ihn fragen. Ach ja? Das war eine spezielle Waffe, die ich modifiziert hatte, damit sie so echt wie möglich wirkt. Ich hatte einen Kunden, der sich dafür interessierte. Du hast mir geholfen, als du sie rausgeschmuggelt hast. Die Detectives haben mich nicht erwischt. Du bist jetzt mein Komplize, also verpfeif mich nicht. Meine Überwachungskamera filmt alles. Ich interessiere mich für Waffen. Hm. Sollen wir hinten darüber reden? Ein Waffenenthusiast. その年でか。だがまあ、その執念はマニア独特かもな。たく変わったガキだぜ。いや、待てよ。 なるほど。ガキってのもありか。おい、お前の望み、いいぜ。叶えてやってもいい。だが、金はあるんだろうな。一兆数十万で取引してる代物だぞ。俺の気分次第で100にも1000にもなるぜ。 Das klingt verdächtig. なんとでも言え。まあ、俺も鬼じゃねえ。場合によっちゃ譲歩してやる。そうだな。例えば、お前、俺の仕事手伝え。運び屋、証拠隠滅。その報酬として特別メニューを案内してやる。 ガキでも払えそうな良心価格でな。どうだ、悪い取引じゃねえだろう。Was verfolgst du für ein Ziel? お前が知る必要はねえ。毒には毒を、俺には使える駒がいるんだよ。 Wir können nicht mehr viel stärker werden, wenn ich sein Angebot nicht annehme. Ich tue, was ich kann. Ich bin eine Abmachung mit Iwai eingegangen. Ich kann ihn jetzt bitten, Waffen für mich anzupassen, wenn ich ihm im Gegenzug helfe. Kimi, Modellgun も所持していた so, ne? 趣味の域を超えた本物さながらのモデルガン。 本物と信じ込んでしまう者もいたでしょうね。入手ルート話してくれるわね。さあ。
我は何時、何時は我、何時ここに新たなるちぎりを得たり、ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我軽視者のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。ああそうだ、仕事がねえときは雑用させてやる。掃除、店番、使いっ走り、やることは腐るほどあるからな。まあマニアとしちゃ嬉しいだろ。おい。Das sind meine Kontaktinfos. Wenn ich dir von der ID schreibe, dann heißt das, dass ich Hilfe im Shop brauche. Wenn du erwischt wirst oder so, dann kenne ich dich nicht. Nie gesehen, kapiert? Wenn du es willst, dann musst du schon was dafür machen. Also, was ist mein erster Job? Meine Güte, bleib mal locker, Cowboy. Du bist ja hochmotiviert. Ich schicke eine Nachricht, wenn alles bereit ist. Ich hoffe, ich kann auf dich zählen, Kleiner. Okay, das war's für heute. Geh nach Hause, Aushilfe. Sehr geil, damit haben wir Eva ja auch schon angefangen. Jetzt haben wir ein paar zu leveln und wir müssen auch es auch schaffen, alle hoch zu leveln. Geh ein bisschen mehr nach rechts, ich sehe den Bildschirm nicht. Und jetzt die Bahnnachrichten, die heutigen Schlagzeilen. Untersuchung im Volleyballfall. Die Schule gibt an, Lehrmethoden seien Sache der Lehrkräfte. Sie versicherte erneut, nichts von den Schlägen gewusst zu haben. Pollenwarnung für nächste Woche. Pollen fliegen gehäufter und später als in früheren Jahren. Hotspots in Tokio, Kunst erleben in Shibuya. Nächste Woche öffnet die Madarama-Ausstellung. Der Kamoshida-Vorfall ist wirklich in aller Munde. Niemand in diesem Waggon weiß, dass wir das waren. Natürlich nicht, wie denn auch? Phantomdiebe, was zum Teufel? So, so. Oh ja, am Mittwoch gehen eure Prüfungen los. Sagt mir nicht, dass ihr es vergessen habt. Wie dem auch sei. Heute reden wir über die Geschichte vom Bambussammler. Viele halten sie für die älteste Geschichte Japans, andere für die erste Science-Fiction-Geschichte. Wenn ihr mich fragt, ist es die älteste Geschichte Japans über eine schreckliche Frau. Prinzessin Kaguya gibt ihren Verehrern absurde Aufgaben, will Präsente und verschwindet zum Mond. Einige Männer verlieren ihr Vermögen, andere werden gedemütigt, schwer verletzt oder erblinden. Frauen wie Prinzessin Kaguya tauchen in vielen Geschichten aus aller Welt auf. Nun, Hartnett-Kun. Ihr wisst sicher, dass eine Frau die andere mit List ins Verderben führt, Femme Fatale genannt wird. Wie lautet also die wörtliche Übersetzung der Phrase Femme Fatale? Ich glaube, das ist tödliche Frau. Ja. Das ist korrekt. Die Antwort lautet tödliche Frau, natürlich auf Französisch. Bekannte Beispiele sind die Hexe Morgan Le Fay aus der Artus-Sage und Königin Salome aus der Bibel. Ganz zu schweigen von der wilden, verführerischen Tänzerin der Opernwelt, Carmen. Wow, er wusste es. Vielleicht sollte ich ihn fragen, ob ich mir seine Notizen ausleihen kann. Wow, du musst wirklich klug sein, wenn du so eine Frage beantworten kannst. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Seid gewarnt, dass die Prüfungen nicht so leicht sind, dass ihr nach einer Nachtpaukerei besteht. Nehmt euch Zeit und stellt sicher, dass ihr das Material versteht, ja? Du hast sie gehört, als Schüler hat man es echt nicht leicht. Naja, das Büffeln kann nicht schaden, gib alles, was du hast. Wir sind Wissen schon voll, also Wayne einfach, scheiß mal aufs Büffeln. Wir machen anderes Zeug. パレスを持ってそうな大物の依頼、来そうな気配もねえし。ネット、限界あるね。これで名前や居場所までって言っても。自力で探すしかねえか？警察も見逃してる大物、足で見つける気か？だよな。
とりあえず試験終わるまで待つか。もうちょい様子見て、いよいよ見つかんなきゃ。そん時は。ここ侵入禁止のはずだよ。話終わったらすぐ出るって。つか会長さんが何か様子か。問題児くんに噂の彼女、それに訳ありの転校生、変わった取り合わせだなって思って。感じ悪。ところで鴨志田先生といろいろあったみたいだけど。eigentlich nicht。そうだよ、こいつここ来てまだ1ヶ月ぐらいだっての。前歴のこと鴨志田先生が広めたらしいわね。バレー部員を使って憎くない？鴨志田先生のこと。さっきから何なんすか。つかこいつすげえ人間できてるんで。気を悪くしないで。鴨志田先生の件で動揺してる生徒も多いの。予告状みたいなおかしな張り紙の噂もなかなか消えないし。いいかい、新島先輩ってあんなセンスない張り紙のこと気にしてんだ。センスねえことはねえと思うけど。つかもうよくねえすか。話しかけられてると出れねえし。悪ふざけに付き合わされる身にもなってよ。悪ふざけ。そうそう、ここね、例の事故もあったし閉鎖することになったの。誰かさんたちが無断で入ってるって、そんな噂もあるしね。お邪魔してごめんなさい。何あれ。見つけられてるな。あの女なかなか頭が切れそうだ。用心しろ。マジでムカつく。Die hat uns durchschaut. めんどくせえことになったな。そういえば、ちゃんと勉強もしろよ。特に龍二、知性で解く罠だって少なくないだろうし。日常の行動すべてが力になると思えよ。そうだね、回答のためって思えば勉強だって。まあそうだけどよ。せっかく世直しすんぞって気合い入ったとこなのに乗らねえな。だったらその前に面白い場所へ連れて行ってやろう。もともと我が輩の仕事を手伝うって約束だしな。あ、仕事？我が輩についてこい。こんなとこ連れてきてなんだよ。いいから言われた通りにしろ。回答お願いチャンネル出したぞ。こっからどうすんだ。名前が晒されている書き込みを探せ。だから大物の情報は書かれてねえって言っただろ。しかしネットに相手の実名晒すか、怖え怖え。人の話を聞いてくれない。あ、これ相手の名前ない。チャットで悪口を言われる。これは名前あるぜ。
そんなのはほっとけ。もっと困っている書き込みはないのか？元彼が最近ストーカー化して困ってます。名前は中野原夏彦。区役所の窓口係だって。役所のやつがストーカーかよ。手頃だな。よし、なら異世界ナビを用意だ。即パレス行くっつ話か。まあ俺はいいけどよ。ちょっと全会一致でしょ。どうする？ Gehen wir。 そう来ねえとな。よし、行こっか。確か名前と場所だったよな。まず名前は。いや、今回は場所はいい。代わりに我が輩の言う通り入力してくれ。キーワードはメメントスだ。え？何する気だよ。いいから言われた通りにやれ。多分いけるはずだ。また多分かよ。メメントスだっけか。候補が見つかりました。反応した。我が輩の思った通りだぜ。人が消えた。なんかふわふわしてるっていうか。ここが中野原とかってやつのパレスか。半分正解、半分間違いだな。確かにここもパレスの一種だが、普通のとはちょっと違う。今から地下へ降りるぞ。ここのシャドウは地下に溜まってるんだ。何かに惹かれて集まるのかもしれないが、理由はよくわからない。地下ってどうやって入るの？どうやっても何も、いつも学校行くとき使ってるだろ。ついてこい。あ、待てよ猫。だよここ。つか変わってる。シャドウに気づかれてんの？とっくにな。先言えって。ここはまだ大丈夫だ。何度か来て調べたが、シャドウはこのフロアまでは上がってこない。でも一歩でも奥へ進めば別だぜ。うじゃうじゃさ。っていうかメメントスって何？いい加減説明してよ。みんなのパレスだ。は？みんな？前の城みたく一人に支配されたパレスが出来上がるのは、歪みが並外れて強いやつだけだ。他の普通の大衆は別々じゃなくて、一つに融合した巨大なパレスを共有している。それがここメメントスだ。言われてみれば鴨志田の時と雰囲気違うね。融合ってみんなのがくっついてんのか。赤の他人同士なのに。いわゆる集合的無意識。まあいいや、言ってもわかんねえだろうし。要するにここを使えばパレスがない人でも改心できるってこと？その通りだぜ。まあ手順が少しだけ違うけどな。
けどこれだいぶ広いんじゃね。歩きで行けんのか。ついにこれを見せる時が来てしまったな。モルガナ変身。さあパンサー、レディーファーストだ。車？ありえねえ。認知が具現化する異世界の仕組みを逆に利用してちょいと修行した成果だ。ま、お前らの変身と同じようなもんだな。服が変わんのと車になんのは違えだろう。大衆の心の中には猫はバスに化けるって認知がなぜだかものすごい広く浸透してんのさ。なんでバス？知らねえ。つうか城ん時からやれよ。やれたらやってたさ。けど狭いし階段だらけだしシャンデリアの上とか絶対無理だろ。ちょっとスカル、レディーファースト、ね、引っ張んなよ、危ねえだろ。パンサー、広がっちまう。出発進行。お前ら何をくつろいでいるんだ。我が輩車だぜ。運転されなきゃ走れねえぞ。自力で走れねえのかよ。運転とかできる？ Macht euch auf was gefasst！ 安全運転ね。OK？ 我が輩の美顔を潰すなよ。じゃあ運転よろしく。さあ早くエンジンをかけろ。エンジンかけないと走れないぜ。たくいちいちめんどくせえな。車のキーは？そんなもんあるわけないだろう。ハンドルの横にスイッチがある。もうちょっと下だ。そこ、すげー気持ちいいぜ。おい、ゴロゴロ言い始めたぞ。気持ち悪い乗り物だな。ニャータリーエンジンをバカにすんなよ。エンジン全開、かっ飛ぶぜ。Mann, das fühlt sich hier krass an wie ein Palast. Ja, es wäre schon echt seltsam, in der realen Welt so auf Schienen zu fahren. Aber Nakanohara ist hier doch irgendwo, oder? Vermutlich in seinem Segment, das er selbst erschaffen hat. Keine Sorge, kleiner als ein Palast. Und der nächste Schritt ist es, den Eingang zu diesem Segment zu finden. Und wie sieht dieser Eingang aus? Keine Ahnung, aber starke Verzerrungen müssten ein ziemlich deutlicher visueller Hinweis sein. Also spazieren wir einfach herum und suchen danach. Boah, wie ätzend. So, wir gehen erstmal kurz raus. Wir können hier nicht speichern, ne? Das ist schlecht. Joker. Warte, Joker, ich spüre ein Ziel in der Nähe. Ich wette, es versteckt sich etwas. Etwa hier. Such nach ihm, okay? Okay, wir können nicht mal speichern. Das heißt, kann sein, dass der Part ein bisschen länger geht. So, jetzt geht's wieder los mit den Kämpfen. Oh kacke, ja, das wird jetzt richtig ätzend, Alter. Dann wechseln wir einmal zu Joker. Ich
So, und zack. Und einmal zu an. Easy. Das war's. Endlich kommt wieder ein bisschen Action hier ins Game. Aber leider nicht für lange. Gut, da geht's gleich weiter. Wir gucken aber erstmal hier. Hier ist nichts. Na, nö. Oh, shit. Schwäches Eis, ne? Eis und Wind. Okay, das war viel zu leicht. So, hier kommt gleich der nächste. Ich wusste das schon, dass das deren Schwäche ist. Und das war's. Die geben uns halt einfach fast nichts mehr an Erfahrungspunkten. Ja, wir haben Dauer-Dietrich zum Glück. Oder im Englischen, wie er daher auch heißt, Eternal Lockpick. Im Original Persona war das echt doof. Also im Originalspiel von Persona, nicht Royal. Da konntet ihr den Lockpick nicht mal mitnehmen. Was zur Hölle ist das? Hier ist alles so wellig. Das ist der Ort. Ich spüre das Ziel direkt vor uns. Bereit, Joker? Also, bist du bereit, Joker? Los geht's. Hm? Hey, da ist was. Das ist wohl Nakanohara Schatten. Mal sehen, irgendein Typ aus dem Rathaus ist zu einem Stalker geworden, oder? Ich weiß nicht, was er alles Böses getan hat, aber wir müssen etwas tun, wenn er Leute belästigt. Alles klar, reden wir mit ihm. あんたがストーカー男ね。相手の気持ち考えたことないの？あの女は俺のものなんだよ。俺のものをどう扱おうと俺の勝手だろ。 俺だって物扱いされたんだ。同じことをやって何が悪い。自分がやられたからって人を物扱いすんな。ふざけやがって。てめえみてえな迷惑野郎は改心させてやれ。俺より悪い奴はいくらでもいるだろう。そうだ、マダラメ。俺から全てを奪ったあいつはいいのかよ。 Jetzt, da ich das besitze, was rechtmäßig mir gehört, lasse ich es mir nicht mehr nehmen. Schau, der Stärkere gewinnt in dieser Welt, immer. Kämpfe mit mir und ich beweise es dir. Hier können wir... Oh, er hat eine Schwäche Blitz. Ja, nein. Haben wir eine Persona, die Blitz kann? Ja, haben wir. いけ!
und einmal den Angriff verringern und Ryuji geht nochmal rein mit Blitz. So, sonst brauchen wir keine SP verschwenden, das lohnt sich nämlich nicht. Scheiße, ich bin benommen, ne? Dann halt zweimal. Du wolltest es halt nicht anders, Brudi. Danke! Und das sollte es gewesen sein. Sehr nice. Easy going. Und gleich mal ein Level up. Wer genau? あれか?さっき言ってた、まだらめってやつ。また、物みたいに捨てられんのが怖かったんだ。そっちも身勝手なやつのせいで苦しんでたってことか。けど、だからって関係ない女の人巻き込むのよくないよ。 その通りだよな。もうこの恋は終わりにするよ。なあ、お前らって改心させられるのか。そしたらまだね。あいつも改心させてくれ。たくさんの奴が犠牲になる前に。 改心?あ?その光ってんの、なんだ?お宝の目だな。放っておいたらパレスに育ってたかもしれない。ジョーカー、報酬にいただいとけ。中野原って改心したんだよな。おそらくな。でも確認する方法なくない？ネットに実名書いたぐらいだ。マジ改心したらきっと書くんじゃね。確かにそうだな。しかしシャドウ相手に腕を磨けんのはいいな。 ターゲット決まるまでの準備に持ってこいだ。悩みを書き込んだ人たちを勇気づけてあげられるし、いいかもね。お宝もゲットできるし、売れれば報酬も入る。いいことずくめじゃねえか。面白そうだ。よし、今日のとこは目的達成だな。また、ちょっとだけ付き合ってほしいところがある。 Warum verlassen wir nicht erst einmal diesen Raum? Ja, dann los. Verlassen wir den Raum. Willst du von hier verschwinden? Gehen. Und was willst du noch machen? Ich will im nächsten Gebiet etwas überprüfen. Erst einmal müssen wir eine Plattform finden, über die wir nach unten kommen. Moment, du warst doch schon einmal hier, oder nicht? Hast du nicht eine Karte oder sowas? Die wäre hier ohne jede Bedeutung. Jedes Mal, wenn man hierher kommt, ändert sich alles. Was? Unser Pfad ändert sich also auch? Das ist hier die verschmolzene Kognition von unzähligen Menschen. Sie ändert sich laufend. Aber unser Ziel müsste ganz nah sein. Ich zähle auf dich, Joker. Ja, unser Ziel ist nämlich gleich hier. ちょっと待て。なんか音しねえか?電
車もろ営業中じゃないか、こら。ここは地下鉄だぞ、電車走ってんのは当たり前だろ。そうじゃなくて、ここパレスみたいなもんなんでしょ。ならこの景色が大衆にとっての日常の光景ってことなんじゃないか。よく知らんが、こんな暗がりが日常。つーか俺らレールの上走って大丈夫なのかよ。同じレールに乗らなけりゃ平気だろう。ま、我が輩電車のことは詳しくないけどな。マジかよ。それより下のエリアに進もうぜ。そこのエスカレーターを下ればすぐだ。 OK、dann runter。 こっちだ。 OK、da ist es。 Die Sache, die ich nachsehen will, ist da drin。 Dann mal hin da。 ここなんかちょっとだけ不気味。つーか行き止まりじゃねえか。こんなとこに何の用だ。まあ見てろ、多分こいつはただの壁じゃない。我が輩の勘が正しければ。最深部に新規エリアが確認されました。案内情報を更新します。見ろ、思った通りだぜ。どういうこと。前に一人で来た時は触ってもうんともすんとも言わなかったんだけど、メメントスの一番下がこんな何の変哲もないフロアだなんて妙だろ。さらに奥があったってことか。鴨志田のパレスが消えたし、現実でも騒がれて噂になってるだろ。メメントスにも変化があんじゃねえかと思ったのさ。てかどんくらい下まであんの。降りてみる。やめとこう。今回はそこまでのつもりで来てない。目的はもう達した。一旦戻ろう。説明はその後だ。ちょ、あれ、メメントスに人間。これはどうだ。うまっ。なんか飲んでね。ん、変な気配がすると思ったら。お兄さんたち何者。いや、こっちが聞きてえよ。そうだったね、ごめんなさい。名前を聞くときは自分から名乗るのが人間の礼儀だ。ご指摘ありがとう。タヌキじゃない、猫さん。迷うんじゃねえよ。つかどっちもちげえし。いや、そこは迷うだろう、普通に。僕の名前はジョゼ。花を探してるんだ。でも驚いたな、お兄さんたち普通の人間でしょ。こんなところに来られる人もいるんだね。まあ我が輩たちが特別っていうか、ってそうじゃなくてだな。お前は何者なんだって話だ。花を探してるって言ってたけど、さっきのやつのこと？そうだよ、
綺麗なお姉さん。さっきの花、あれが僕の探してる花みたい。僕は人間を勉強しなきゃいけなくて、あの花をいっぱい集めたいんだ。勉強ってさっきのジュースにして飲んでたやつか？そう。花のジュース飲むことが勉強になんの？ねえ、お兄さんたち、僕の勉強手伝ってくれないかな？手伝う？花を集めてきて、それを僕に譲ってほしいんだ。もちろん、タダでとは言わないよ。この場所はいろいろと役立ちそうなものが落ちてるみたいだし、僕が拾っておくから、お兄さんたちが集めた花と交換しようよ。どうする？花集め手伝ってだと。我が輩たちにもメリットはありそうだが、相手は正体不明の子供だ。ここは慎重に。いいんじゃない？手伝ってあげようよ。困ってるみたいだし、探索ついでに花集めるぐらい難しくないんじゃない？他に理由は？綺麗って言われちゃったし。ま、別にいっか。お礼くれるって言ってるし。お前どうよ？どうかな、お兄さんたち。花集め手伝ってくれる？Help me. ありがとう。待て待て、こいつが何者かまだわかんないだろう。お前もありがとうとか言ってんのって。猫さん疲れてるの？すごくイライラしてるけど。猫じゃねえし、イラついてねえし。わかった、お腹空いてるね。そういうイライラ僕勉強したから知ってる。よかったらこれどうぞ。気持ちだけもらっとく。気使われてんじゃねえか。乾杯だな。僕もこの中で花を集めてるから、見かけたら声かけてよ。あと、ただ花を集めるだけじゃつまらないでしょ。人間は遊びが好きだって勉強したから、面白そうな仕掛けを準備しておくね。と思い出した、勉強して覚えた人間の挨拶。お疲れー。何だったんだあいつ。人間を勉強ってことは人間じゃないのかな。いい子っぽかったけど。まあ、あいつからシャドウの気配はしなかった。少なくとも今は危険もなさそうだな。さっき言ってた花、それ見っけたら拾っとくか。Hab ich ja total vergessen. Nee. Ich will euch etwas geben.Was könnte das sein? Naja, eigentlich... Ich habe vorhin etwas Seltsames gefunden. Das ist es. Hä? Hä? Was ist das denn bitte? Es ist ein Stern. Jedenfalls sehen sie so aus. Deswegen nenne ich sie so. Ein Stern? Und was genau wolltest du uns daran jetzt zeigen? Oh. Menschen wünschen sich etwas, wenn sie Sterne sehen, oder? Interessant.Sterne, die Wünsche erfüllen. Dieser Stern erfüllt also Wünsche. Matteo! Unsere Wünsche? Es wäre jedenfalls ein schöner Gedanke.
Schöner Gedanke, also echt. Nee. Hier, für dich. Wunderbar, wie er funkelt, oder? Du willst ihn doch bestimmt auch haben. Das ist ein Zeichen unserer Freundschaft. Ich weiß, was das ist. Otsukare. Und tschüss, gute Arbeit. Oh, hey, nicht so schnell. Jetzt fängt er schon wieder an. Ein Stern, ja? Er hat gesagt, er würde unsere Wünsche erfüllen oder sowas. Ich bezweifle, dass das wirklich möglich ist. Sogar ein Mementos. Naja, du kannst ja wenigstens versuchen, dir etwas zu wünschen. Okay, ich wünsche mir so viele Parfait, wie ich essen kann. Mit 0 Kalorien. Eine riesige Portion Gyodon mit Schweinefleischsuppe als Beilage. Da passiert nichts. War Skulls Wunsch zu gehässig? Du musst gerade reden. So leicht passiert das wohl nicht. Aber wir können das Ding nicht einfach wegwerfen. Behalte es erstmal. Okay, das war etwas unerwartet. Dann gehen wir lieber wieder zurück. Mementos, na. Schikashi, yoku wakanne basho datta na. Nde, saigo ni mita ano kabe mitei no wa nan datta nda? Kuwashiku wa wakaran ga, are no sei de 一定より深く入れなかったんだ。だが、大衆のパレスなら、大衆が我が輩らを信じたり受け入れたりすれば、影響はある。なんでモルガナはあんな場所のことをいろいろ知ってんの？どうも記憶がはっきりしないんだが、メメントスの奥がどうなってるのか。どうしても知りたいんだ。どうしても？メメントスはみんなのパレスだが、同時に全てのパレスの源でもあるんだ。昔は鴨志田の城みたいな、あんな一人が支配するパレスなんてなかった。だから歪みの大元であるメメントスを何とかできれば、我が輩のこの姿だって。モルガナも助けて欲しかったんだね。手駒が欲しかっただけだ。そうか、だから俺たちにちょっかい出してきたのか。私協力してあげるよ。なくしたもの戻るといいね。よろしく頼む。ところでモルガナってさ、男？もしかして女？ Vielleicht ein Auto. それある。ねえだろ。とも言い切れんがな。言い切れよ。っていうか、男に決まってんだろ。だって我が輩は。何？いや、何でもない。話は終わりだ。ともかく、小物の改心はメメントスでできることが分かった。目につく情報があったら、実践練習のついでに退治するのもありだな。他にめぼしいのはいなかったけどね。大物を改心させて怪盗団の名前を売れば、そんなもん山ほど書き込まれんだろう。俺らの目的はあくまで大物だぜ。早く大物見つけねえとな。まずは試験を乗り切らないとな。勉強しねえと。Mann, dieser Nakanohara war ein Kinderspiel. Wenn wir als nächstes ein großes Ziel ausschalten können, werden wir auf jeden Fall berühmt. Hey, wir wollen den Leuten helfen und nicht berühmt werden. Aber wenn uns niemand kennt, wie sollen wir anderen dann Mut machen? Bist du sicher, Ryuji? Irre ich mich? Ich glaube nicht, dass du unbedingt falsch liegst, aber... Aber sollten wir wirklich all das tun, wenn wir nicht so einen Grund haben wie bei Kamoshida?
Willst du damit sagen, wir sollen uns nicht in anderer Leute Angelegenheiten einmischen? Ich weiß ja nicht. Wenn jemand in Schwierigkeiten steckt, muss man demjenigen doch helfen, so oder so. Ja, das sehe ich auch so. Und ich bin ganz froh, dass wir das Stalker-Problem beseitigt haben. Wofür sind unsere Personas denn sonst gut, wenn wir sie nicht dazu benutzen, für das Gute zu kämpfen? Meinst du nicht auch, Train? Definitiv. Ja, du hast recht. Wir haben eh nicht viel Zeit, um darüber zu diskutieren. Dieser Madarame-Typ macht mir Sorgen. Ja, aber nicht übermütig werden, hast du gehört? Und vermeidet es aufzufallen, indem ihr durch alle Prüfungen fallt zum Beispiel. Oh Mist, jetzt wo du es sagst, ich habe kein bisschen gelernt. Was ist mit dem Stern, den Josie uns gegeben hat? Ob der uns nicht den Bestnoten in den Prüfungen verhelfen könnte? Ja, habe ich auch so meine Zweifel. Also, mir würde es schon reichen, nicht durchzufallen. Verhandeln hilft dir hier auch nicht, dafür würden wir ihn ohnehin nicht verwenden. Vielleicht solltest du, ich weiß nicht, ein bisschen lernen. Du hast noch Zeit. Na schön. Ist es Ryuji? Hat er etwas von Mementos gesagt? Wenn du irgendwas wissen willst, kann ich es dir sagen. Leute, das soll es hier aber gewesen sein. Wir haben das Mementos freigeschaltet und ja. Und das ist ein extrem langer Part. Der nächste Part wird dafür wesentlich kürzer. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Persona-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!